Ich spiele heute wieder Minecraft, aber ich werde zu Spider-Man. Oh Mann, Freunde, das wird richtig spannend. Doch vorher muss ich Spider-Man besiegen. Bleibt bis zum Ende dran. Mein Gott, Freunde, ihr werdet mir nicht glauben, wenn ich hier in der Stadt gesehen habe. Guckt euch das mal an. Ihr werdet mir niemals glauben, wenn ihr das seht. Hier ist einfach Spider-Man, Alter. Freunde, was sollen wir tun? Hier ist Spider-Man und ich habe irgendwie Angst vor dem. Schaut euch mal an, wie riesig der ist. Der bewegt seine Hand, sein Kopf so komisch. Wir müssen weg. Ich will schnell nach Hause gehen, Freunde. Ach, du grüne Neune. Was macht denn Spider-Man hier in der Stadt, Alter? Will der uns irgendwie bedrohen oder was weiß ich? Freunde, keine Ahnung. Hey, aber wie gesagt, grüßt euch. Ich habe euch schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Ich hoffe, es ist alles gut bei dir. So, ich gehe erstmal nach Hause in mein schönes Häuschen. So, erstmal abschließen, Freunde. Und guckt euch das mal an. Hier ist einfach Spider-Man in meiner Minecraft-Welt. Okay, wartet mal. Hier sind überall Spinnennetze in meinem Haus. Das war vorher nicht, Freunde. Was passiert hier denn? Und hier ist ein Schild. Moment mal. Ich warne dich. Ich hole dich. Freunde, nie im Leben. Was ist denn hier los? Ich glaube, Spider-Man möchte uns angreifen, Freunde. Aber für diesen Fall bin ich gewappnet. Denn ich habe eine Truhe mit verschiedenen Sachen drin, die wir benutzen können, um uns vor Spider-Man zu retten. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Boah, das Schild bauen wir ab. Ich warne dich. Ich hole dich, Freunde. Auf jeden Fall habe ich schon mal Rüstung hier. Das ist richtig, richtig wichtig. Und zwar eine Diamantrüstung, die mir mein Opa geschenkt hat. So, die ziehen wir uns auch direkt mal an, Freunde. So, und hey, was ist denn mit deiner Diamantrüstung los? Irgendwie ist die ein bisschen komisch. Dann haben wir hier richtig krasses Werkzeug, Freunde. Und zwar haben wir hier, was weiß ich, wir haben solche Eisenblöcke, wir haben Laser, wir haben Obsidian. Richtig viel krasse Blöcke, Freunde, die wir auch alle brauchen. Und hier haben wir Werkzeug. Ich würde sagen, Freunde, ich muss dich mal ganz kurz was fragen. Moment mal. So, willst du mir helfen heute die... Ich zieh mal die Rüstung ganz kurz hier wieder auf. Und zwar, willst du mir helfen heute die sicherste Base in Minecraft zu bauen, um vor Spider-Man uns zu schützen, Freunde? Dann würde ich sagen, bleib jetzt unbedingt dran, denn dafür brauche ich deine Hilfe, Freunde. Wir verlieren keine Zeit. Ich würde sagen, wir bauen uns direkt mal eine sichere Base. Und eine sichere Base braucht immer eins. Und zwar ganz schön viel Obsidian, Freunde. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal hier so eine kleine Mauer voller Obsidian. So, und das bauen wir eben einmal komplett um dieses Häuschen durch, damit wir damit schon mal ein bisschen sicherer sind. Bis ungefähr hierhin, würde ich sagen, Freunde. Und jetzt ist auch noch das Wetter gut, es regnet nicht. Stellt euch mal vor, es würde jetzt heute noch regnen, Freunde, dann hätten wir noch ein viel, viel größeres Problem. Aber, naja, wir haben auch mal ein bisschen Glück. Das heißt, wir bauen ungefähr bis hier, hätte ich gesagt, alles mit Obsidian voll. So. Und jetzt machen wir das wieder zu. Und so haben wir schon mal den Umriss von der sichersten Base, Freunde, die wir bauen. Und oh, ich würde sagen, wir gucken uns diesen Spider-Man gleich nochmal genauer an, Freunde. Der ist sehr einfach und steht. Und übrigens, wenn du Spider-Man kennst, würde es mich mega freuen, wenn du ein Like da lassen würdest. Denn nur Spider-Man-Fans können dieses Video sehen. Also gern alle mal liken in 3 Sekunden. 3, 2, 1 und jetzt. Wow, danke für deine Likes, Freunde. Let's go. Und wir bauen weiter mit der sichersten Base. Das heißt, einmal bis hier ungefähr, würde ich sagen, bauen wir das, Freunde. Richtig gut. Und ich würde sagen, das baue ich jetzt erstmal einmal komplett um unsere Base herum, Freunde. Und dann sehen wir uns gleich wieder, denn wir dürfen auf keinen Fall Zeit verlieren. Das wird richtig, richtig krass sonst. So, Freunde, ihr seht, es hat sich schon einiges getan. Und zwar werde ich jetzt hier auch noch überall Laser platzieren, Freunde. Denn Laser sind richtig cool. Und zwar, ihr seht, Freunde, wie cool sehen diese Laser schon mal aus? Und die werde ich jetzt einmal komplett um unsere Base bauen. Aber wir brauchen natürlich noch mehr Laser. Habe ich hier noch mehr Laser? Ja, Freunde, habe ich. Ah, nee, das ist ein Alarmknopf, Freunde. Moment mal. So, hier sind hier noch irgendwo Laser. Hier haben wir noch einen Laser, Freunde. Und die müssen wir jetzt einmal überall platzieren. Aber dafür müssen wir erstmal diese Sensoren platzieren, Freunde, für die Laser. So, einmal weg hier mit dir, Freunde. Let's go. So, die müssen wir einmal überall platzieren. Dann kann ich hier den Laser auswählen. Einmal so. So, Freunde, den Laser habe ich nur mit diesem Schild hier ausgewählt. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Laser hinplatziere, seht ihr, haben wir hier den nächsten Laser, Freunde. Also, ich finde, das ist schon mal richtig, richtig cool. Aber wir müssen hier dafür natürlich noch mehr Schilder hinplatzieren. Das heißt, wir gehen einmal wieder auf diese Seite hier, Freunde. Bauen uns einmal dafür hoch. So, ich glaube, noch ein Block müssen wir höher bauen. Genau. Und jetzt bauen wir einmal wieder alles hier zu, Freunde. Und dann würde ich sagen, platziere ich jetzt einmal um diese komplette Base Laser, Freunde. Denn ihr wisst ja, ihr liebt Laser, ich liebe Laser. Und wisst ihr, wer Laser hasst? Spider-Man hasst Laser. Oh, verständlich, Freunde. Weil wenn der uns angreift, dann machen die ihm nämlich richtig viel Schaden. So, und wo ist denn jetzt hier meine Spitzhacke? Hier, Freunde. Und jetzt einmal hier platzieren und hier platzieren. Okay, ihr merkt, das dauert noch ein bisschen. Deswegen baue ich jetzt erstmal die Laser
besser ganz alleine, bevor wir die ganzen anderen coolen Sachen noch holen. Denn ihr seht, Freunde, wir haben hier in unserer Kiste noch richtig viele coole Sachen, die wir jetzt alle gleich noch platzieren werden. So, meine Freunde, ihr seht, die Base ist jetzt komplett mit Lasern ausgestattet. Das heißt, hier kommt so schnell keiner mehr rein. Auch kein Mutanten-Spider-Man, Freunde. Auch wenn der schon echt richtig, richtig cool aussieht. Aber es fehlt natürlich noch ein Laser. Und zwar der hier, Freunde. Und dann haben wir alles voll mit Lasern platziert. Und dann kommt man so schnell hier nicht mehr raus. Beziehungsweise rein in diese Base, Freunde. Oh mein Gott. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das cool findet. Und okay, Blöcke gehen hier nicht kaputt. Aber ich sag's mal so. Ich laufe da nicht mehr durch, Freunde. Und was wir nun als nächstes machen, ist, wir bauen uns eine neue, sichere Tür hier rein. Das heißt, einmal diese Sachen hier wegmachen, Freunde. Wo haben wir denn die restlichen Sachen hier? Moment mal, wir haben hier noch eine Axt, genau. Die brauchen wir auch. Und dann einmal alles hiervon mit wegschlagen. So, Freunde, das ist wichtig. Und dann bräuchte ich noch ein kleines Schwert. So, sehr schön, Freunde. Und das muss jetzt einmal alles hier weg. Diese Spinnenhuddeln, die kann ich ja gar nicht leiden, Freunde. So, habe ich noch was zum Essen hier? Ja, Freunde, und die Rüstung ziehe ich hier mal wieder ein bisschen ab. So, also, Freunde, jetzt suchen wir uns eine sichere Tür raus, denn wir haben hier... Wo ist die Tür, Freunde? Wo ist die Tür? Ach, hier haben wir die Tür, Freunde. Das ist eine sogenannte Hightech-Tür aus der Zukunft. Und wenn ich die jetzt hier platziere, seht ihr das, Freunde? Wie cool ist dieser Durchgang? Da kommt so schnell keiner mehr rein. Das heißt, ihr seht, die schließt sich immer auf. Und wenn wir sie wieder zumachen, schließt die sich ab, Freunde. Let's go! Das, finde ich, ist eine richtig coole Idee. Und was haben wir denn sonst noch hier? Wir drehen mal ganz kurz Sachen aus unserem Inventar weg. Denn wir haben da ja voll viele unnötige Sachen. Und, Freunde, was wir jetzt machen? Oh mein Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Wir haben Stacheldraht. Das heißt, wir gehen jetzt einmal auf unsere Obsidian-Base und platzieren hier Stacheldraht, beziehungsweise hier, Freunde. Und, aua, aua, der tut voll weh. Okay, den muss ich gleich mal in Ruhe aufbauen. Aber ihr seht's, Freunde, wir werden jetzt einmal komplett um unsere Base Stacheldraht machen. Und da muss man wirklich mit aufpassen. Denn ihr habt's gesehen, Freunde, das ist echt schmerzhaft. Aber so können wir ja schon mal ein bisschen platzieren, dass ihr zumindest seht, was ich damit meine. Also einmal hier Stacheldraht, hier, hier und hier. Können wir hier hinten noch Stacheldraht platzieren? Nee, Freunde. Also, ich würde sagen, den Rest mache ich mal ganz kurz alleine. Und was zum Essen sollte ich mir auch noch holen. Da hinten ist ja ein Villager-Dorf. Da hole ich mir mal noch ein paar Karotten. Also, bis gleich. Oh mein Gott, Freunde. Schaut euch jetzt mal unsere sichere Base an. Ich habe hier noch mal ein bisschen was umgebaut. Denn ich habe hier auch noch mal so eine Tür hingebaut. Schaut euch das mal an. Das heißt, das ist jetzt schon richtig, richtig cool. Wir haben überall den Stacheldraht, Freunde. Ihr wisst nicht, wie oft ich mich daran gepiekst habe. Das war richtig krass. Und wir haben jetzt überall alles voll mit Lasern, Freunde. Richtig, richtig krass. Und so, jetzt gehen wir mal ganz kurz rein, schließen wieder ab. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz was. Und zwar nehme ich mir jetzt hier so ein Jetpack, Freunde. Und Moment mal, die ganzen anderen Sachen kann ich ja mal ganz kurz hier aus dem Inventar machen. Und wenn ich jetzt dieses Jetpack anziehe, Freunde, kann ich hier rumfliegen. Und ich würde sagen, wir schauen uns diesen Spider-Man nochmal genauer an, oder, Freunde? Oh mein Gott. Guckt euch das an, Freunde. Hier ist einfach Spider-Man und er sieht uns zum Glück nicht, weil wir über ihm fliegen, Freunde. Ach du heilige Makrele. Das ist einfach... Hier ist die Spinne auf dem Rücken, Freunde. Das ist der richtige Spider-Man. Wir fliegen schnell wieder zurück mit unserem Jetpack, Freunde. Let's go. Guck mal, wie cool dieses Jetpack ist, aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Ihr seht, dieser... Mit diesem Spider-Man da hinten, Freunde, ist nicht zu spaßen. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir gucken mal, was wir noch... Aua, das tat weh. Ich dachte, ich habe ein Jetpack an. So, wir gucken mal ganz kurz noch, was wir für Sachen noch haben. Und zwar haben wir hier noch Geschütze, Freunde, die sind richtig wichtig. Wir haben Kameras, die brauchen wir. Dann haben wir hier noch so Laptops und, Freunde, ich würde sagen, ein Laptop kann nie schaden. Ich würde sagen, wir platzieren hier mal so ein Laptop. Ey, naja, okay, Freunde, wenn man den Laptop nicht aufklappen kann, ah doch, kann man natürlich, Freunde, sehr, sehr cool. Und den platzieren wir, würde ich sagen, dann machen wir so ein bisschen Holz drüber und machen uns quasi hier so unsere Technikzentrale, Freunde, dass wir hier quasi so alle IT-Sachen, so PCs, Kameras, Alarmknöpfe und so weiter verstauen. Haben wir denn noch Alarmknöpfe? Alarmknöpfe müssten wir eigentlich noch genug haben. Ja, Freunde, oh ja, und den Panikknopf brauchen wir natürlich auch. Und ich würde sagen, wir platzieren hier mal so eine Reihe von Panikknöpfen hin und wenn dann der Alarm wirklich austritt, Freunde, und wir merken, dass uns Spider-Man angreift, dann platzieren wir hier noch überall von diesen Alarmknöpfen welche hin, dass wir das auch tatsächlich immer hören, weil mein Bett ist auch nicht mehr da, Freunde. Naja, okay, aber als nächstes kommen jetzt erstmal die Kameras. Das heißt, hier einmal wieder die Türe abschließen und Freunde, wie krass sieht diese Base denn aus mit diesen Lasern? Und ich würde sagen,
Hier noch eine Kamera hin, sehr schön. Und die verbinden wir jetzt einmal mit unserem super coolen Monitor. Dafür gehen wir wieder in die Base rein und der Monitor ist... Hier, Freunde, let's go. Das sieht doch alles schon mal richtig, richtig gut aus. Also Kamera 1, Kamera 2 und hier haben wir Kamera 3, Kamera 3 und Kamera 4, Freunde, let's go. Wir sind auf einem richtig guten Weg und übrigens, Karotten habe ich mir auch noch geholt aus dem Villager-Dorf. So, wir testen das mal ganz kurz. Ja, Freunde, es ist ein bisschen verbuggt, aber ich glaube, wir müssen in eine von diesen neuen Kameras reingehen. Freunde, irgendwie, ich glaube, die funktionieren noch nicht so gut, aber ihr erkennt es ja, da hinten ist Spider-Man, also, er ist auf jeden Fall da. Er ist noch nicht geflüchtet und jetzt bin ich unsichtbar. Ey, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, da bin ich wieder. Das war jetzt gerade ein bisschen komisch. Aber naja, wir haben noch eine Aufgabe. Und zwar die sicherste Base in Minecraft zu bauen. Und wisst ihr, was nie fehlen darf bei so einer sicheren Base? Und zwar ist das ein Lavagraben, beziehungsweise auch ein Kakteengraben. Das heißt, wir werden einmal hier alle Grasblöcke entfernen, Freunde. Und machen jetzt hier quasi überall Sand hin. Und warum? Ich denke, das wisst ihr alle, Freunde. Denn wir brauchen jetzt richtig coole Kakteen. Und ich bin überlegen, Freunde, das ist eins zu hoch. Das ist eins zu hoch. Das muss hier sein. Wir müssen das nämlich ausgraben. Denn sonst sieht das ein bisschen kacke aus. Aber das machen wir mal ganz schön. Das heißt, einmal hier überall den Erdblock weg. Und dafür bauen wir jetzt Sand hin. Das heißt, so, wir machen hier das Gras weg. Und platzieren jetzt hier einmal zwei Reihen Sand, Freunde. Let's go! Das, finde ich, sieht schon mal richtig, richtig fresh aus. So, okay, also einmal hier überall Sand platzieren. So, Moment, Freunde, also hier diese Zweierreihe komplett voll mit Sand. So, genau, let's go. Das gefällt mir schon richtig, richtig gut, Freunde. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das geplant habe. Und zwar hole ich mir mal ganz kurz jetzt so einen Kaktus aus der Base raus. Wo haben wir denn die Kakteen, Freunde? Die sind hier, Freunde. Da haben wir jetzt 64 Kakteen und das machen wir jetzt einfach so, indem wir einfach, Moment, wir müssen hier noch eine Reihe bauen, Freunde. Das machen wir dann am Ende weiter, aber einfach jetzt hier quasi zwei Kakteen hoch, hier zwei Kakteen hoch, hier zwei Kakteen, dass wir uns einfach so eine richtig sichere Base bauen, dass dieser Spider-Man, Freunde, um den geht's hier heute, keine Chance hat, gegen uns einzubrechen, Freunde. Ich würde sagen, Freunde, wir platzieren jetzt hier noch die restlichen Kakteen einmal draußen und danach hole ich noch ein bisschen mehr Sand und dann bauen wir die Base eben noch weiter. Das heißt, einmal hier nochmal zwei Sand hin platzieren. So, hier nochmal zwei. Einfach eben komplett um die Base. Und ich würde sagen, Freunde, den restlichen Sand und die restlichen Kakteen baue ich jetzt ganz schnell alleine in Ruhe hin, Freunde. Und dann sollte das eigentlich passen. Und dann habe ich noch eine richtig coole Sache, Freunde, die ich machen werde, um diese Base zu bauen. Aber dafür würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich wieder. Freunde, da sind wir wieder. Und ihr glaubt nicht, wie mir die Hände wehtun. Ich musste das hier einmal alles komplett aufbuddeln. Und jetzt muss ich noch die Kakteen hin platzieren. Alter, Freunde, das hat so lange gedauert. Aber ich finde, es hat sich gelohnt, oder? Denn wenn ich jetzt überall diese Kakteen hier platziere, das heißt 2, 2, 2 und das einmal komplett um die... Ach, komm schon, Sinti. Um diese Base hier herum, das heißt ungefähr bis hierhin, Freunde. Dann, oh nein, es wird schon dunkel, Freunde. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Wir müssen uns beeilen. Schnell, Sinti, schnell, schnell, schnell. Komm schon, Freunde, die Zeit läuft uns davon. Es wird einfach dunkel. Ihr wisst, was das heißt. Spider-Man wird uns bald angreifen. Ach, du grüne Neune, ich hoffe, dass er keine Spinnen mit sich bringt, Freunde. Denn ich hasse Spinnen. Boah, Freunde, Spinnen sind so ekelhaft. So, Moment, also jetzt einmal so hier komplett drumherum. So, und ihr seht's, Freunde, unsere Base ist jetzt schon mal komplett sicher. Also wenn diese Base jetzt hier nicht cool ist, Freunde, dann weiß ich auch nicht. Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, aber Moment mal, habe ich hier noch eine Fackel in meiner Hand, dass ihr ein bisschen besser sehen könnt, Freunde, denn sonst ist es ja viel zu dunkel. Habe ich hier noch eine Fackel? Ja, Freunde, in meinem Inventar. Hallo, Freunde. Oh Gott, ich muss sagen, jetzt, wenn es hier so dunkel ist draußen, habe ich noch viel mehr Angst. Spider-Man, bist du noch da? Okay, Freunde, der ist noch... Ihr seht's, Freunde, irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, der macht irgendwas mit der Elektrizität oder sowas hier, Freunde. Guckt euch das mal an. Dort hinten steht der Spider-Man. Haben wir noch irgendwelche Sachen, die ich jetzt hier machen kann, Freunde? Wir machen hier schnell wieder zu. Platzieren nochmal ganz schnell unsere Sachen. Haben wir hier noch irgendwas? Freunde, wir haben gar kein...
gar keinen Lavabrunnen drunter und wir haben noch keinen Inventarscanner bekommen. Moment, das heißt, einmal hier noch den Inventarscanner, Freunde, das ist immer gut. Aber sonst, Freunde, würde ich sagen, richte ich jetzt mal ganz kurz mein Inventar, denn der Kampf steht quasi direkt vor der Tür, obwohl uns noch so viele Sachen fehlen, Freunde. Ich muss noch einmal ganz kurz rausgehen und Geschütze platzieren. Okay, wir nehmen uns eine Fackel, Freunde, das wird jetzt echt ernst, das heißt, einmal hier rausgehen, so. Okay, Freunde, auch wenn es jetzt schon dunkel ist, ich muss sagen, ich habe echt, oh, Freunde, ich habe echt Angst, aber wir brauchen noch Geschütze. Schnell, Freunde, schnell hier einmal ein Geschütz platzieren, zack, zack, zack. Okay, Freunde, das erste Geschütz steht schon mal. Das heißt, jetzt einmal hier zurück, Freunde, schnell, 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 schnell. Und das nächste Geschütz kommt hier hin. Jetzt wieder das rausholen. Sehr schön, Freunde. Und wieder ein zweiter. Wir brauchen noch zwei Stück, denn ohne Geschütze wird es schwierig, Freunde. Ohne Geschütze wird es richtig schwierig. Das heißt, einmal jetzt hier noch entlang. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Boah, Freunde, ich habe so Angst. Es ist dunkel draußen. So, und jetzt hier nochmal ein Geschütz. So, komm schon, Geschütz. Let's go, Freunde. Und ich würde sagen, ich esse jetzt den goldenen Apfel. Wir richten noch einmal gemeinsam unser Inventar. Und wenn wir das gemacht haben, Freunde, legen wir uns schlafen und sind bereit, gegen Spider-Man zu kämpfen. Als erstes hier. So, die Türe, Freunde, ist abgeschlossen. Dann, was brauchen wir denn noch? Wir wollen uns auf jeden Fall die Hose anziehen. Dann brauchen wir einmal hier diese Sachen, Freunde. Sehr schön. Dann bräuchten wir... Wo ist unser Diamantschwert, Alter? Ach, hier ist unser Inventar. Beziehungsweise unser Diamantschwert. Ein paar Spinnweben schaden nicht, Freunde. Pfeile, einen Lava-Eimer kann man auch immer im Inventar haben. Und eine Spitzhacke, Freunde, schadet auch nicht, Freunde. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt erstmal schlafen. Und mit dieser komischen Rüstung, Freunde, was ist denn mit der los? Keine Ahnung. Legen uns jetzt erstmal schlafen, Freunde. Und dann hören wir uns morgen wieder, wenn es heißt Spider-Man. Wir kämpfen gegen dich. Boah, Freunde, ihr hört's doch selbst, der Alarm bricht gerade aus. Ich glaube, Spider-Man ist bereit zu kämpfen, Freunde. Oh je, das heißt, wir machen uns jetzt erstmal fertig. Okay, wir haben eigentlich alles. Das Jetpack müssen wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Und wir schauen mal ganz kurz aus dem Fenster, ob wir schon irgendwas sehen, Freunde. Oh mein Gott, was ist das denn? Spider-Man ist dort hinten und er hat einfach ein Spinnweben in der Hand und ein Diamantschwert, Freunde. Ach du heilige Makrele. Moment mal, Freunde, wir testen mal ganz kurz was. Wir fliegen mal an ihm vorbei und schauen mal ganz kurz ihn vom Namen an, Freunde. Und wow, Freunde, guckt ihn euch an. Da ist er und er möchte mich auch schon angreifen, glaube ich, Freunde. Oh, Freunde, ey, verschwinde, Spider-Man, Alter. Oh mein Gott, Freunde, guckt ihn euch an, da ist Spider-Man. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder zurück in unsere Base. So, okay, wir testen jetzt erstmal, ihn anzugreifen mit einem Bogen hier und haben wir ihn getroffen? Ja, Freunde, wir haben ihn getroffen, schaut ihn euch an und er kommt näher zur Base, er kommt näher zu unserer Base. Okay, Freunde, also, wir würden sagen, wir erstmal, oh nein, 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 ich bin gefangen hier. Okay, Freunde, ich esse mal ganz kurz einen Goldapfel und er läuft nicht zu unserer Base. Was hat er denn da hinten, oder? Okay, Freunde, doch, er kommt zu uns, Freunde, es wird Zeit, wir müssen kämpfen, Freunde. Guckt ihn euch an, diesen Riesen hier, Alter, nimmt das, Spider-Man. Oh, Freunde, boom, okay, wir kommen mal ihn bisschen näher und ihr seht, Freunde, dieses Chat Pack, das müssen wir wieder ausziehen. So, ach, Freunde, wie läuft denn der? Der läuft hier richtig komisch und er schlägt die ganze Zeit. Oh mein Gott, Freunde, guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an und jetzt, er geht auf unsere Base. Ja, er wird getroffen, Freunde, von irgendwas. Von den Geschützen, Freunde. Die Geschütze greifen ihn an. Let's go. Komm, verschwinde, Spider-Man. Let's go, Freunde. Kommt schon, das machen wir richtig gut. Was denkt ihr, wie viel Leben hat der noch? Der traut sich gar nicht, hier erst richtig hinzukommen. So, Freunde, nimm das hier. Jetzt attackieren wir ihn aber richtig mit unserem Pfeil und Bogen. So, Freunde. Okay, okay, okay. Also, unsere Geschütze halten ihn schon mal weg von unserer Base. Dort hinten ist er, Freunde. Und oh mein Gott, er wird wieder angegriffen von den Geschützen. Let's go, Geschütze. Sie greifen ihn wieder an. Sehr gut, Freunde. Guckt euch das mal an. Das kleine Geschütz macht diesen Riesen komplett kaputt, Alter. Let's go. Und komm, jetzt gehen wir auch nochmal auf ihn drauf. Oh mein Gott, Freunde. Spider-Man ist direkt vor uns und er ist fast gestorben durch dieses Geschütz. Er zieht wieder ab. Ich esse jetzt noch einmal einen Goldapfel, Freunde. Und dann würde ich sagen, holen wir ihn uns. Dann holen wir ihn uns. So, nimm das, Freunde. Er wirft mich ab mit Eiern, Alter. Komm her. Verschwinde, Spider-Man. Boom. Oh, Freunde. Der nimmt das hier. Boom. Ja, Freunde. Let's go. Jetzt noch ein Stückchen zurück. Und jetzt würde ich sagen, steckt mir ihn in seine eigene Falle. Na, Spider-Man, hast du etwa Angst? So, wir schicken ihn erstmal hier in Spinnenweben, Freunde. Ja, er ist in Spinnenweben gefangen. So, mit den eigenen Waffen geschlagen. So, Freunde. Sehr schön. Dann würde ich sagen, noch einmal um diese Spinnenweben hier. Sehr schön, Freunde. Und jetzt haben wir ihn gefangen. Und jetzt können wir ihn mit dem Bogen komplett bombardieren. So, nimmt das. Nimmt das. Ja, Freunde. Wir haben ihn besiegt. Wir haben Spider-Man besiegt. Let's go. Das war richtig krass spannend. Oh mein Gott.